Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Wir legen direkt wieder los mit etwas Timelapse-Gebastel. Was ich momentan ganz gern mache, wenn ich mir einen neuen Bereich erschließe, beziehungsweise einfach da anfange zu bauen, ist, dass ich mir halt so ein grobes Thema überlege, was ich dann da umsetzen möchte. In dem Fall ist es eben irgendwie so eine Sportstätte geworden. Das ist so eine Multifunktionsarena habe ich da entstehen lassen. Findet ihr im Workshop. Nennt sich, glaube ich, Astrodom Multipurpose Arena. Sowas in der Richtung. Und um dieses Thema herum fange ich dann halt einfach an zu basteln. Das Ganze braucht natürlich einen Anschluss hier. Öffentlicher Personennahverkehr, in dem Fall eine Hochbahn. Weil ich Hochbahnen einfach sehr gerne habe. Deswegen hier diese erhöhte Trasse, die ich dann hier über die Autobahn drüber geführt habe. Und direkt in Stadionnähe dann halt auch so eine erhöhte Station aufgestellt. Und ansonsten den üblichen Kram. Parkmöglichkeiten, dann halt auch ein paar öffentliche Plätze um dieses Stadion herum und um diese Hochbahnstation herum. Und dann kommt so nach und nach auch noch so ein kleines neues Gewerbegebiet dazu, wo dann halt so mittelgrößere Unternehmen angesiedelt werden. Und dazu das Ganze garniert mit einer, so eine Art Sportleistungszentrum vom örtlichen Fußballverein oder sowas in der Richtung. Das ist das, was gerade hier jetzt entsteht. So, Trainingsplätze und dann widmen wir uns auch wieder, Wasser darf natürlich nicht fehlen, Strom und Wasser. Und dann geht es auch direkt weiter mit einem Autobahnanschluss. Ist auch alles noch nicht so wirklich perfekt, noch nicht so wirklich zu 100% zufriedenstellend, aber mit dem Move-It-Tool bekommt man das eigentlich schon einigermaßen gut hin. Und ich habe auch inzwischen noch ein paar mehr Mods dazu genommen, also gerade im Bereich Autobahnauffahrten, da gibt es halt auch ganz passende Deko-Assets, wo man das Ganze dann noch deutlich netter aussehen lassen kann. Aber für die erste Ausbaustufe ist das schon ganz in Ordnung. So, dann habe ich auch direkt natürlich die Schiene noch weitergezogen, beziehungsweise die Bahnstrecke. Und angefangen hier so den Bahnhofsvorplatz ein bisschen auszudekorieren. Das sind zwar also Gebäude, die hier nicht wirklich hinpassen. Ich glaube, das sind auch alles diese Gebäude aus dem Parklife DLC, mit dem ich jetzt auch schon angefangen habe, so ein bisschen rumzuspielen. Da habe ich dann auch anschließend noch eine Frage an euch. Wird ja sicherlich der ein oder andere dabei sein, der das Parklife DLC auch am Start hat. Mir ist noch nicht so 100% bewusst, wie das ganze Ding funktioniert. Ich denke zwar, dass ich es mittlerweile begriffen habe, aber ich bin mir nicht 100%ig sicher. Das zeige ich euch dann gleich doch in-game. Da geht es halt um das Wachstum, beziehungsweise um die Baufläche, die man da bekommt. Also man hat ja am Anfang wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Bereich, den man bebauen kann. Und ich vermute mal, der wird sich einfach im Laufe der Zeit erweitern, wenn da mehr Besucher in diesen Park fahren, gehen, wie auch immer. Das ist jetzt so mein Eindruck. Ich zeige euch das gleich einfach nochmal. So, mit diesen Decals arbeite ich auch zunehmend mehr. Das finde ich eine schöne Geschichte, gerade weil man das ja auch so schön ziehen kann, so wie eine Straße halt. Dann lässt sich damit schon ganz gut basteln. Und generell alles, was ihr in den Zeitraffern seht, und das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so bleiben, das ist halt noch viel Trial and Error. Also ich versuche halt viel, reiße es wieder ab, baue es neu und bin auch natürlich immer noch nicht so wirklich zu 100% fit, was den Umgang mit den ganzen Mods angeht. Deswegen wird das hier noch eine ganze Weile dauern, bis mir das ein bisschen besser von der Hand geht. So, das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Als Startpunkt denke ich mal ganz okay. Dann bleiben wir natürlich auch noch in diesem Bereich. Also ich versuche mich immer pro Folge einfach ja, auf ein Thema zu konzentrieren, auf einen größeren Bereich zu konzentrieren, damit man das auch irgendwie
Ja, damit das halt logisch irgendwie alles einigermaßen zusammenpasst und nicht zu sehr chaotisch wird. So, dann hier mal so ein fettes Einkaufszentrum hingestellt. Ich lasse auch gerne mal ein bisschen Platz zwischen den größeren Gebäuden. Also die einfach eine relativ große Fläche abdecken, damit ich da halt noch irgendwie diverse andere Sachen veranstalten kann, wie Parkmöglichkeiten, öffentliche Plätze und dergleichen mehr. So, da wächst und gedeiht das Ganze. Viele kommerzielle Gebäude packe ich immer ganz gerne um die Bahnhöfe herum. Ich denke mal, das macht schon Sinn. Hier dann nochmal ein paar so, doch recht größere Wohnblöcke reingezimmert. Eher so ein bisschen moderner gehalten. Und auch ein bisschen plattenbaumäßige Sachen dabei. Und ich muss sagen, so langsam werde ich wieder warm mit diesem Spiel. Also wärmer, als das zuvor der Fall war. Da habe ich mich einfach wahnsinnig schwer getan. Ich habe es ja, glaube ich, schon erwähnt in den ersten ein, zwei Folgen, dass mir so ein bisschen der Zugang gefehlt hat. Aber mit fortschreitender Basteldauer wird das natürlich auch ein bisschen anders. Kommt man besser mit den ganzen Bastelmods klar. Weiß eher, wo die Sachen einsortiert sind, die man so braucht. Das dauert einfach eine ganze Weile. Aber habe ich ja alles schon erwähnt. Man muss das ein bisschen wie so eine Ausbildung sehen. So stelle ich mir das immer vor. Und ich bin halt jetzt vielleicht so im ersten oder zweiten Lehrjahr. Und hoffentlich kann ich dann vielleicht schon beim Ende dieser Staffel meine Gesellenprüfung ablegen. Mal sehen. So, auch immer ein sehr, sehr wichtiger Arbeitsschritt hier, so das Ganze auch ein bisschen begrünen. Und das macht dann auch immer nochmal einen deutlichen Unterschied. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn die Bäume halt hier in dem Fall wie quasi so in Reihe und Glied stehen, weil das passt eigentlich schon ganz gut rein. Okay, dann erstmal bis hierhin und wir schauen mal in-game. Das ist also jetzt der Ist-Zustand von dieser Sportstätte hier. Astrodom nennt sich das Ding, genau. Multipurpose Stadium. Kann also für alles Mögliche verwendet werden, nicht nur für Fußball. So, wir können auch gleich mal den First Camera Person Mode bemühen. Dann kann man hier tatsächlich so ein bisschen durch die Gegend laufen und sich das Ganze mal einfach aus Sim-Perspektive anschauen. Finde ich auch eine ganz coole Maßnahme. Naja, ihr seht schon selbst, also da ist außenrum schon ein bisschen mehr entstanden in der Zwischenzeit. Das ein oder andere wird man auch noch in einer der kommenden Zeitraffern sehen, zu sehen bekommen. Deswegen schauen wir mal, dass wir hier so ein bisschen in diesem Bereich verweilen. Ja, Verkehrschaos, wohin man blickt. Wobei, das hält sich ja sowieso noch einigermaßen in Grenzen. Und hier und da konnte ich auch schon das Verkehrschaos halt ein bisschen lockern oder auflösen, einfach schon. Alleine, man kann ja mit dem Traffic Manager zum Beispiel hier an der Kreuzung jeweils auch hier die Fahrspuren ändern, wenn man sich das mal so ansieht. Und so zum Beispiel, dann könnte ich hier noch eine weitere Rechtsabbiegerspur hinzufügen und solche Geschichten, das ist alles möglich. Das bringt schon relativ viel, muss ich sagen. Also allein einfach das Ändern dieser Spurpfeile ist doch des Öfteren mal des Rätsels Lösung. Dann hier drüben, das hat man, glaube ich, gar nicht gesehen in der Zeitraffer, oder? Wo ich die ganzen Parks hier noch gesetzt und ausdekoriert habe. Da habe ich dann auch einfach mal so ein paar so Pflanzen noch zusätzlich reingeschmissen. Und das, finde ich, ist echt eine ganz schöne Ecke geworden hier. Wir können auch gleich nochmal die Uhrzeit ein bisschen vordrehen, damit wir das Ganze hier gleich nochmal bei Nacht zu sehen bekommen, weil das ist halt schon echt eine Schau. Also ich bin nach wie vor total begeistert von diesem Tag-Nacht-Wechsel. Wenn man
so lange Zeit einfach so intensiv in Transport Fever gebastelt habe, wo es ja immer tags ist und immer gutes Wetter, da ist es schon wirklich ein Segen, einfach mal einen vernünftigen Tag-Nachtwechsel zu haben. Auch mit einer schönen Optik einfach so. Das passt schon. So, Parklife DLC habe ich vorhin kurz angesprochen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich meine, das ist sowieso, da ist nicht allzu viel entstanden. Hier ist nur nochmal so ein kleineres Krankenhaus entstanden, ne, mit bisschen Parkanlagen außenrum, eine Mischung aus fertig gesetzten Parks, so wie hier drüben, und dann halt so ein bisschen Eigenbau, wie hier. Und hier habe ich das Ganze dann noch mit diesen Platten so ein bisschen ausgarniert, und ich denke mal, das sieht auch nicht so schlecht aus. Aber es geht eigentlich um diese Parkanlage, und mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Theorie schon richtig ist. Wenn wir hier mal draufklicken auf diese Gärten, mir geht es natürlich darum, also wo sieht man es denn? Irgendwo kann man, ja, ich glaube, wenn ich mir mal irgendwie ein Asset schnappe und das hier irgendwo aufstelle, wo sind denn die Assets von diesen Parks? Ich glaube, dieser ganze Kram hier, genau, da sieht man jetzt den aktuellen Baubereich, also der ja, türkis eingefärbte Bereich. Den möchte ich natürlich erweitern und ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird, dass, hier sieht man es ja schon ganz gut, das steigt halt hier immer, also steigenden Besucherzahlen pro Monat oder beziehungsweise einfach insgesamt, wenn ich 500 erreicht habe, hier sieht man es ja schon, dann wird wohl die nächste Stufe freigeschaltet und ich gehe mal stark davon aus, dass ich mit Erreichen der nächsten Stufe dann einfach mehr von diesen Zellen zur Verfügung habe und dann einfach weiter in den Park reinbauen kann. So, also ich gehe mal davon aus, dass es genau so ist und ich halt einfach ein bisschen mehr Geduld haben möchte. Ich habe jetzt hier auch schon in diesen Richtlinien halt ein paar Sachen eingestellt. Hier wird hier Ethik, Werbekampagne habe ich am Laufen, Recycling und den Eintrittspreis habe ich auch irgendwie symbolisch auf 1 Euro runtergeschraubt. Dadurch erhoffe ich mir natürlich mehr Besucher, aber ich denke mal im Wesentlichen ist es einfach nur eine Frage der Zeit und ich muss halt einfach noch ein bisschen warten, bis mir dann mehr Baufläche zur Verfügung stehen wird. Genau, so sieht's aus. Dann... Wir können mal einfach einen Nachtmodus anmachen hier. Mit dem Ultimate Eye Candy kann man ja hier immer auch schön die Tageszeit verändern. Dann lassen wir hier mal schön, gehen wir mal so auf 8:30 ungefähr, 8:45. Und das sieht halt schon echt bombastisch aus, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Okay, wie kommt man nochmal in diesen First-Camera-Dings, First-Person-Dings-Modus? Dann laufen wir vielleicht hier drüben mal so ein bisschen rum. Tabulator ist, glaube ich, genau. Kann man auch alles einstellen, ne? Also wer das nicht kennt, das ist dieses Menü hier, diese First-Person-Camera-Configuration. Da kann man halt den ganzen Kram einstellen. Also ich habe hier jetzt die Bewegungsgeschwindigkeit, ja, machen wir hier auf 8. Und die Ground-Distance habe ich jetzt mal auf 2 Meter genommen. Standard ist 1 Meter, glaube ich. Dann ist man halt relativ klein unterwegs und wir gehen einfach mal davon aus, dass unsere Figürchen hier einfach 2 Meter groß sind. So, das passt schon. So, und dann können wir hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Sehr, sehr coole Mod, wie ich finde. Schauen wir uns noch ein bisschen um hier, so ein bisschen an diesem Stadion herum. Rein können wir natürlich nicht, beziehungsweise, naja, wir haben dann natürlich keine Kollision, aber da drin passiert natürlich auch nichts, ne? Das ist ja klar, das ist innen drin natürlich nicht ausmodelliert. Die Türen sind vielleicht ein bisschen klein geraten, also dafür, dass wir 2 Meter groß sind, da passen wohl nur Personen durch, die knapp 1,50 groß sind. So. Gehen wir mal zum Bahnhof rüber. Ja, das ist schon eine nette Geschichte. Vor allem Dingen kann man dann halt auch alles mal so ein bisschen aus der Nähe unter die Lupe nehmen und findet dann auch noch wahrscheinlich den einen oder anderen Bastelfehler deutlich leichter. Die Bäume hier zum Beispiel finde ich, das sieht aus der Bastelperspektive besser aus. Aber das ist doch ein bisschen zu viel Gestrüpp für meinen Geschmack. Ich glaube, das werde ich nochmal ändern. Und was mir auch aufgefallen sind, es sind teilweise wirklich, also unfassbar viele Rettungswägen unterwegs. Also viel zu viele. Ich habe natürlich jetzt schon auch einige Krankenhäuser gebaut und darauf geachtet, dass halt einfach der Bedarf gedeckt ist quasi. Also, dass die Sims halt auch einfach vernünftig medizinisch versorgt sind. Aber manchmal habe ich echt den Eindruck, da fahren wirklich ohne Witz um die 20, 25 Krankenwägen auf einen Schlag. Irgendwie rasen sie irgendwo hin und fahren auch wie die Blöden, muss man dazu sagen. Also die brettern hier mit weit über 100 Stundenkilometer durch die Gegend, glaube ich. Das ist manchmal so ein bisschen schräg.
Ich weiß auch nicht, ob das normal ist. Liegt das daran, dass ich vielleicht sogar zu viele Krankenhäuser gebaut habe? Kann das sein? Oder habe ich halt irgendwie tatsächlich ein massives gesundheitliches Problem in meiner Stadt, was ich irgendwie lösen muss, dass die Leute halt permanent krank werden? Also irgendwie sowas in der Richtung muss es ja sein. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist, dass hier so eine Masse an Rettungswagen bisweilen unterwegs ist. Jetzt geht's gerade, das ist so ein bisschen der Vorführeffekt, habe ich den Eindruck, aber es ist schon manchmal echt massiv. Aber sonst ist das hier schon echt eine witzige Sache, hier mit der First-Person-Kamera rumzulaufen. Aber man kriegt schon echt schnell ein Verkehrschaos. Also ich meine, okay, das ist vielleicht alles noch im Rahmen, aber es ist schon nicht wenig, finde ich. Und ich meine, ich habe die Straße jetzt hier nochmal ordentlich geupgradet, hier mit den, also sechsspurig, beziehungsweise dreispurig in jede Richtung. Da hatte ich doch gedacht, dass das eigentlich mehr als genug sein sollte. Hier sieht man es wieder schön. Also hier brettert echt so viel durch. Pures Chaos. So, wir laufen hier einfach mal drüber. So, diese Rundgänge werden natürlich auch erst dann wirklich interessant, wenn ich mal ein bisschen weiter ins Detail gegangen bin. Also so rund um den Bahnhof herum habe ich mich schon so ein bisschen ausgetobt, aber da ist natürlich auch noch viel Luft nach oben. Ah, witzig sehen sie aus, die ganzen Sims. Das ist schon alles so ein bisschen comicartig, aber irgendwie auch cool. Ja, okay, mit dem Verkehrschaos, das fällt mir jetzt gerade noch so spontan ein. Ich habe natürlich auch bislang im öffentlichen Personennahverkehr, also eben diese Hochbahn, aber die verbindet natürlich auch, ja, unterm Strich eigentlich Stadtteil mit Stadtteil, kann man sagen, denke ich. Und abgesehen davon habe ich halt jetzt ein Busnetz schon erstellt. Das ist auch schon ein bisschen größer geworden. Aber ich habe halt noch keine U-Bahn. Und ich vermute mal, dass das dann auch noch einen großen Unterschied machen wird. Und hoffentlich dann halt auch einfach ein bisschen mehr Autos von der Straße runterbringt. Und dann wird man ja wahrscheinlich auch noch einige Stellschrauben haben an der Stelle, dass man halt die Ticketpreise möglichst günstig halten kann. Ich spiele ja sowieso quasi ohne Kosten. Dann kann es mir eh egal sein. Ja, und wie man hier sehen kann, also das Bussystem ist halt schon auch also mehr als ausgelastet. Das sieht ungefähr an jeder Station so aus, wie es hier aussieht. Deswegen, ja, da habe ich noch ordentlich Handlungsbedarf. So, Vorsicht, aus. Weg. Gehen wir hier mal durch und auf die Brücke hoch vielleicht. Sollte man eigentlich auch ganz nette Perspektiven bekommen. Das Einzige, was mir ein bisschen negativ auffällt hier, ist schon die FPS gehen so ein bisschen flöten, wenn man aus dieser Perspektive rumläuft. Gerade da, wo natürlich viel los ist, aber ich denke mal, das wird sich auch nur schwer verhindern lassen. So, das ist jetzt genau die Sache, die ich gemeint habe. Wie viel waren das jetzt? 8 bis 10 Rettungswagen in einer Reihe. Und da kommen nochmal mehr hinterher. Das ist echt, das kann nicht normal sein. Also da muss es ja irgendeinen Grund für geben, warum das so ist. Sie immer durch. Ja, schon, aber schon super. Also mit der Nachtoptik, wenn es so Nacht wird und die Lichter angehen. Da werde ich noch lange dran Freude haben, glaube ich. Der Railjet. Sehr schön. Weißt du auch nicht, warum sich der hier hin verirrt hat, weil, also im Grunde genommen ist diese Hochbahnlinie, das ist halt eine Rundlinie. Und ich habe auch alle Stationen so eingestellt, dass halt Intercity-Züge nicht dort halten. Und deswegen wundert es mich ein bisschen, dass der Railjet hier durchrauscht. Aber das ist wahrscheinlich auch noch so eine Frage des Feintunings, ehrlich gesagt. Also vielleicht hat da jemand die passende Mod für mich. Ich hatte irgendwann vor längerer Zeit mal gelesen, dass es schon eine Mod gibt, die irgendwie so funktioniert, dass man dort halt, wahrscheinlich Züge konfigurieren kann. Also vielleicht ein Ausschlussverfahren, dass man sagt, so Vanilla-Züge dürfen nicht fahren, die und die Züge dürfen nicht fahren. Und vielleicht kann man dann ja sogar irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man Routen zuweist oder dass man bestimmten Stationen sagt, die dürfen nur von Zuggattung XY angefahren werden. Also ich weiß, dass es irgendwas in der Richtung gibt, aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert und ich weiß auch nicht, wie die Mod heißt. Blöderweise. Deswegen, wenn da jemand weiß, wovon ich hier gerade erzähle, dann gerne in die Kommentare damit. So, jetzt ist die Nacht auch schon wieder vorbei. Lichter gehen aus. Na gut. Schauen wir uns mal kurz ein bisschen um.
Ach ja, und hier diese Extended-Version von dem Cinematic Camera-Dings habe ich mir jetzt auch noch gerade eben installiert. Muss ich mich noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Aber davon, also die Bewertungen waren auf jeden Fall ziemlich gut. Und wenn ich mit dem Ding nette Bilder erzeugen kann, dann glaube ich, fliegt der hier auch wieder raus. Das ist quasi der Vorgänger. Ne, das ist der falsche. Den hier habe ich eigentlich gemeint. Wobei der auch nicht schlecht ist. Der ist halt zum Screenshots machen ganz brauchbar, ne? Aber da stört mir natürlich immer dieser komische Balken, der hier drin ist. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich den wegbekomme. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Okay, aber um sich umzusehen hier gerade noch abschließend, ist das eigentlich schon eine ganz gute Perspektive. Machen wir nochmal Nacht, oder? Also wir haben es doch. So, den hier brauche ich. Dann packen wir den nochmal irgendwie so auf. Dum, 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 dum. 22.53 Uhr. So. Die Menüs wieder entfernen und dann gehen wir hier nochmal in den Kameramodus und dann schauen wir uns das Ganze hier aus dieser Perspektive nochmal ein bisschen an. Naja, da muss ich mit der Grafik, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen Feintuning machen, weil der Himmel ist halt schon sehr, sehr hell dafür, dass jetzt eigentlich Nacht ist. Naja. Aber ich muss sagen, also insgesamt mit dem Bastelfortschritt bin ich nicht so unzufrieden. Das ist schon alles nicht so verkehrt bis hierhin, denke ich mal. Dann hier drüben, wo ich diese öffentlichen Plätze angelegt habe und noch ein bisschen ausdekoriert habe. Hier ist dieses kleine Trainingszentrum. Ja, was haltet ihr davon? Also, ehrlich gemeinte Frage. Ich will keine künstlichen Kommentare erzeugen, aber das interessiert mich natürlich brennend, was ihr zu meinem Gebastel hier sagt. Das soll es auch gewesen sein. Mehr gibt es erstmal nicht zu zeigen. Weiter geht es dann in der nächsten Folge wieder mit Bastelzeitraffer und mit irgendeinem anderen Thema. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin und macht's gut.